Hallo, liebe Astrofreunde, und herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf. Ich bin eure Astrologin und möchte euch durch eure Konstellationen begleiten. Als erstes möchte ich mich herzlich bedanken für die vielen netten und förderlichen Kommentare, die ihr mir hinterlassen habt. Ach, da ist mir richtig das Herz aufgegangen. Finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe hier auch die Gewinnerin aus der Verlosung. Das ist die Luisa Büttner. Liebe Luisa, bitte melde dich bei mir. Ich blende jetzt hier unten mein Kundentelefon ein und meine E-Mail-Adresse. Da kannst du mich also erreichen, damit wir einen Termin machen. Und ich möchte auch jetzt im März wieder eine Verlosung machen. 15 Minuten Kurzberatung, entweder mit Partnerhoroskop oder auch für euch alleine. Das könnt ihr euch aussuchen, weil es ja ein Liebeshoroskop ist. Und ich bleibe dabei, alle, die meinen Kanal abonnieren und mir einen netten Kommentar hinterlassen, sind bei der Verlosung dabei, weil das läuft richtig toll und ja, ich habe mich voll gefreut. Okay, damit zu den Konstellationen im März. Amors Pfeile fliegen nur so und wir haben mächtig Schmetterlinge im Bauch. Wer getroffen wird, kann sich nur ergeben. Es prickelt gewaltig. Aber nicht immer gibt es auch ein Happy End. Die Sterne stehen super zum Spaß haben, aber wir sollten uns gerade bei neuen Flirts nicht gleich zu tief einlassen. Wir möchten uns unbedingt verlieben, aber wir treffen leider nicht immer unbedingt die richtige Entscheidung. Für Singles ist das eigentlich am besten, diese Konstellation, denn erstmal bestehen viele Möglichkeiten zu flirten und sich zu verlieben. Allerdings eben mit der Gefahr, dass man aus Versehen in einer Dreiecks- oder Mehrfachbeziehung landet. Das bringt dann natürlich Komplikationen mit sich. Die Liebesenergie ist so intensiv, dass auch bestehende Partnerschaften getestet werden könnten. In den ersten beiden Wochen fällt es ganz leicht anzubändeln, aber wir müssen uns fragen, hat diese Beziehung auch eine Zukunft? Wer einfach nur Spaß haben und den Moment genießen will, ist am besten dran. Diese Phase geht bis zur ersten Aprilwoche. Danach läuft dann die Venus in einen Spannungsaspekt zu Saturn und das bedeutet übersetzt Liebesfrust oder Liebesentzug. Und dann fragen wir uns, kann das überhaupt funktionieren? Wenn wir dann das Potenzial sehen, dass doch was draus werden könnte, dann müssen wir wahrscheinlich einige Kompromisse eingehen. Wenn nicht, kann es immer noch eine gute Lernerfahrung sein. Im März haben wir aber auch schon ab dem 18. eine Reihe von harten Aspekten, die uns die Augen öffnen könnten. Der beste Tipp der Sterne ist für diesen Monat, seid ehrlich und bleibt auf dem Teppich. Und seid ehrlich in erster Linie zu euch selbst und als Konsequenz daraus natürlich auch zu eurem Liebespartner. So, jetzt schauen wir uns die Konstellationen im Einzelnen an. Wir starten gewissermaßen in den Monat im Schatten der Sonnenfinsternis. Das war der Neumond vom 26. Februar 2017. War eine ziemlich krasse Konstellation, wie ihr hier sehen könnt, an diesen vielen roten Strichen. Die roten Aspekte sind immer die harten, die Spannungsaspekte, aber natürlich auch Aspekte, die eine Energie reinbringen. Da passiert dann wirklich was, ne? Also da ist man sehr angeheizt, was zu unternehmen, auch in der Liebe. Und jetzt haben wir zwei Energien. Einmal stand der Neumond in Konjunktion mit Neptun. Neptun ist ja der Romantikplanet, der verklärt und natürlich auch Romanzen fördert. Und dann haben wir gleichzeitig diese super heiße Konstellation mit Venus, Mars im Zeichen Widder, also heiß, ne, feurig. Und der Uranus dabei, der dann nochmal eine unglaubliche Energie reinbringt, dass man was Neues anfangen will. Also wir haben doppelt starke Liebesenergie, die da in der Luft liegt. Nur sind wir eben dabei auch hin und her gerissen und deswegen eben auch die Gefahr, dass wir vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen treffen, weil man so spontan ist und weil man vielleicht Dinge tut, die im ersten Moment nicht überlegt sind. Und deswegen der Hinweis, Spaß haben, ja, aber man muss wirklich aufpassen, dass man selbst nicht verletzt wird und auch andere nicht verletzt. Dann ist noch wichtig zu wissen, diese Sonnenfinsternis, die passiert auf 8 Grad Fische. Ja? Und das bedeutet, besonders betroffen sind Fischegeborene, Jungfraugeborene und alle diejenigen, die Planetenpositionen auf 8 Grad Fische oder 8 Grad Jungfrau haben. Also wenn ihr Fortgeschrittene seid, dann wisst ihr das vielleicht, dass ihr da vielleicht die Venus habt oder einen anderen wichtigen Planeten.
Wenn nicht, wäre das natürlich auch nochmal vielleicht ein Fall für eine persönliche Beratung. Auf jeden Fall gehe ich darauf auch noch in den Sternzeichen-Videos ein, was die Geburtstagskinder angeht, die das besonders spüren, weil eben so eine Sonnenfinsternis tatsächlich große Veränderungen im Liebesleben anzeigen kann und die dann auch in der Konsequenz bis zu ein Jahr nachwirkt. Genau, und mehr dazu, wie gesagt, in den Sternzeichen-Videos. Zu Beginn des Monats lässt dann die starke, bisschen aggressive Spannung durch die Konstellation mit Mars langsam wieder nach und dann macht sich eben Liebesenergie breit. Gleichzeitig wirkt aber die Spannungsfigur hier zwischen Uranus, Jupiter und Pluto weiterhin den ganzen Monat über und das heißt, das Balzverhalten kann zu kuriosen Übertreibungen führen. Ja, deswegen nochmal genießen, ja, Spaß haben, ja. Aber in der Konsequenz ein bisschen vorsichtig sein und immer schön auf dem Teppich bleiben, das ist der Hinweis. Da könnt ihr euch bitte auch noch mal im Jahreshoroskop die kosmische Schwingung anschauen. Da bin ich ganz genau auf diese Dinge eingegangen, denn das begleitet uns ja bis zum Sommer, diese Spannungskonstellation. Und ich habe da genau erklärt, welche psychologischen Muster die mit sich bringt. Ich will mich ja jetzt hier auch nicht immer wiederholen. Aber wie gesagt, Übertreibung und auch vor allen Dingen auch finanzielle Übertreibungen, das ist Jupiter-Pluto, das bedeutet, dass man sich eventuell finanziell verausgabt, sei es um jemanden zu beeindrucken, sei es aber auch in Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, da kann es oft ums Geld gehen und da muss man aufpassen, dass man da eben nicht bei finanziell verliert. Ja, zum Start in den Monat stehen also Sonne, Merkur, und Neptun in den Fischen, weiterhin eine schöne Konstellation, sehr romantisch. Und die Venus und der Mars eben im Widder. Und am 3. wird dann diese Opposition von Uranus und Jupiter, die wird exakt. Also das ist nochmal gleich ein fulminanter Start, starke Liebesspannung, starkes Knistern und eben noch angeheizt von Venus und Mars. Also wundert euch nicht, wenn ihr euch da verliebt. Und auch Liierte könnten Gefahr laufen, vielleicht mal rechts und links zu gucken und einen kleinen Flirt mitzunehmen. Das ist alles okay, solange das also im Rahmen bleibt. Aber in der Konsequenz könnte es zu Ärger führen. Und deswegen sollte man sich wirklich überlegen, was man da tut. Ne? Ob es wichtig ist. Wenn es nicht wichtig ist, dann haltet lieber mit eurem Schatz zusammen. Ja. Am 4. März ist es dann soweit, die Venus wird rückläufig. Und das bis zum 15. April insgesamt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Konstellation, denn dadurch bleibt die Venus viel länger als normalerweise im Zeichen Widder und auch im Zeichen Fische, in diesen beiden Zeichen stehen und verbreitet da sozusagen viel mehr und intensiver Liebesenergie als normalerweise. Und das Ganze passiert auf 13 Grad Widder, also jetzt bitte die Fortgeschrittenen, wenn ihr Positionen auf 13 Grad Kardinal habt, das heißt Widder, Krebs, Steinbock oder Waage, dann werdet ihr das spüren, diesen Venustransit. Dann gibt es für euch ein kräftiges Auf und Ab in Liebesangelegenheiten. Es können sich Liebhaber aus der Vergangenheit melden und vielleicht auch bestehende Beziehungen dadurch wieder in Wallung bringen. Und es besteht die Möglichkeit, Liebschaften, die eingeschlafen waren, wieder zu beleben. Also da kommt also eine enorme Energie rein. Und grob gesehen ist das jetzt im März bis zum 16. März die zweite Dekade der kardinalen Zeichen. Und bis zum 31. März, also in der zweiten Monatshälfte, dann die erste Dekade, weil die Venus ja rückwärts läuft. Läuft also erst durch die zweite, dann durch die erste Dekade der kardinalen Zeichen. Erkläre ich euch aber auch nochmal in den Sternzeichen-Videos, wer davon betroffen ist. Genau, also das hat natürlich ganz viel mit dieser enormen Liebesenergie zu tun, die wir dann haben. Die nächste wichtige Konstellation in dem Monat ist, dass der Mars dann das Zeichen wechselt. Der läuft dann also raus aus dem Widder, läuft ins Zeichen Stier hinein. Was eigentlich auch nicht schlecht ist, weil das eine sehr sinnliche Konstellation ist und vielleicht auch manchen wieder ein bisschen auf den Teppich bringt. Auf wen das speziell wirkt, erfahrt ihr in den Sternzeichen-Videos. Ist auf jeden Fall eine neue Energie dann so ab dem 10. März. Eine mehr geerdete, mehr sinnliche Energie und vielleicht auch ein bisschen weniger kopflos. Und Mars im Widder ist natürlich auch eine relativ aggressive Konstellation, weil der Mars da sehr, sehr stark steht, sich sehr durchsetzungsfreudig entfaltet, während er eben im Stier
dann andere Wege sucht und mehr so sich in Form von Sinnlichkeit ausdrückt und auch von einer guten Schaffenskraft. Genau. Am 12. haben wir dann enorme Konstellationen, da haben wir den Vollmond. Und da sind sehr, sehr viele Spannungen drin. Ich musste mir das hier alles aufschreiben, weil das so viel ist. Also erstmal ist der Vollmond in den Zeichen Jungfrau und Fische, also Mond in der Jungfrau, Sonne in den Fischen. Das betont dann natürlich nochmal diese Energien, die vom Neumond vorgegeben wurden, also diese Romantik, aber auch so ein bisschen Romantik versus Vernunft, weil Jungfrau ist ja das Zeichen der Vernunft. Und das habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Am besten fährt jetzt derjenige, der es eben schafft, Romantik und Vernunft irgendwie zusammenzubringen. Also, dass man sowohl diese Gefühle zulässt, aber eben zwischendurch auch immer wieder ein bisschen realistisch das Ganze betrachtet und auch versucht, sich mit dem Herz aller Liebsten auf einer vernünftigen Ebene zu verständigen. Das ist also sehr hilfreich. Dann haben wir gleichzeitig auch den Chiron noch dabei. Chiron und Merkur steht auch dabei. Das bedeutet, dass man jetzt auch aufpassen muss, dass man nicht Dinge sagt, die verletzend wirken auf andere, ne? Und das Ganze steht leider in Spannung zu Saturn. Also da ist die Neigung da, durch kritische Bemerkungen und Sticheleien und ja, solche Sachen eben doch andere zu verletzen. Also das wäre vielleicht eine gute Zeit, so um die Mitte des Monats rum und vor allen Dingen eben während des Vollmonds, dass man sich da vielleicht mit Kritik zurückhält und lieber die positiven und romantischen Dinge betont. Genau. Was dann wieder schön ist, ist am 18. Also diese Quadratspannung, Entschuldigung, die hält auch an, so bis zum 17. Ne? Da ist das also besonders, da müsst ihr besonders aufpassen, dass ihr nichts Verletzendes sagt. Am 18. haben wir aber dann wieder eine schöne Konstellation, nämlich da treffen sich Venus und Merkur, und Merkur ist ja für Denken und Sprechen zuständig, Venus, also Liebesgeflüster könnte man das nennen, ja. Also da ist es dann wieder möglich, sich liebevoll auszutauschen, und wenn man zu Vollmond irgendwas verbockt hat, kann man sich dann wieder entschuldigen. Genau. Dann haben wir eine ganz wichtige Konstellation, nämlich die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Das ist am 20. März um 11:28 Uhr. Da geht die Sonne ins Zeichen Widder und da beginnt dann eigentlich auch astrologisch ganz offiziell das Jahr der Sonne. Ich habe da mal ein Horoskop für berechnet für Deutschland, also für die Hauptstadt Berlin. Da haben wir einen Krebsaszendenten. Die Sonne steht oben im 10. Haus mit der rückläufigen Venus und betont damit dann auch nochmal diese Phase der Rückläufigkeit, fällt also in einen wichtigen Bereich des Horoskops. Pluto fällt genau auf den Deszendenten, also Transformation der Beziehung ist angesagt, hier für uns in Deutschland zumindest. Und das ist also ein ganz wichtiges Horoskop, was auch von vielen Astrologen nochmal als solches gedeutet wird. Für Länder kann man es zum Beispiel deuten, wie wird dann das Jahr für das Land, und manche Astrologen leiten daraus auch ab, wie sich irgendwelche Wahlen, der Ausgang irgendwelcher Wahlen gestalten würde. Aber so weit wollen wir hier gar nicht gehen. Hier geht es ja ums Liebeshoroskop. Und ich wollte euch einfach nur kurz das Horoskop des Frühlings zeigen. Und dann haben wir am 23. die Sonne, die sich dann hier zur Venus gesellt. Das ist auch immer sehr wichtig, denn diese Konjunktionen von der rückläufigen Venus mit der Sonne, die sind Teil des fünfzackigen Venus-Pentagramms. Und wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich euch dazu auch noch ein Special liefern. Aber ich habe so viel zu tun, ich kann es nicht 100% versprechen, dass ich das noch hinkriege vor dem März. Okay, dann haben wir die Sonne, also ich nenne es die kritische Phase. Die beginnt so um den 24. rum. Da aktiviert dann nämlich der Merkur, der jetzt dann auch im Widder steht. Und das bedeutet, dass man auch impulsiv eben Dinge sagt, ohne viel drüber nachzudenken. Der aktiviert dann wieder diese Spannung hier. Und bei Pluto ist es eben immer wieder so, dass es zu verletzenden Äußerungen kommen kann, dass man vielleicht Dinge aus der Vergangenheit wieder aufwühlt. Pluto ist ja auch so die Vergangenheit, oder auch, dass Geheimnisse ans Licht kommen. Also diese Konstellation ist jetzt sehr ungünstig, wenn man nicht möchte, dass irgendwelche geheimen Sachen bekannt werden. Da kann man sehr schnell unvorsichtig Dinge sagen. Und auch, man kann auch leicht Versprechungen geben, hier mit dem Jupiter noch dabei. Da ist man so im Überschwang und gibt Versprechungen, die man dann nicht einhalten kann. Das ist auch eine gefährliche Phase, ne? Worte können verletzen, keine Versprechen machen, die man nicht halten kann. Das kommt alles dann in dieser Phase vor. Gleichzeitig haben wir eben dann die Venus mit der Sonne. Also da ist dann wieder eine Liebesenergie da. Also ihr merkt schon, die ganze Energie geht dahin,
dass wir ein bisschen liebesverrückt sind und Dinge tun, die wir vielleicht hinterher bereuen könnten, wenn wir da nicht ein bisschen auf uns acht geben. Ja, dann, und man ist eben sehr spontan hier, ne, mit Merkur Uranus. Und diese Phase, wo all diese Dinge passieren, dauert eigentlich vom 24. dann bis Ende des Monats. Trotzdem ist die ganze Zeit die Liebesenergie weiter sehr hoch, ne? Also nicht vergessen. Das sind alles diese Dinge. Wir haben ganz hohe Liebesenergie, aber wir laufen eben auch Gefahr, da einiges kaputt zu machen, wenn wir nicht aufpassen. Und am 28. haben wir dann den nächsten Neumond. Und der ist dann eben im Widder, zusammen mit der Venus hier, ne? Sonne, Mond im Widder und dann ist die Venus noch dabei. Da könnte man vielleicht auch wieder unbedacht neue Versprechungen machen. Also bitte, Versprechung ist gut, vielleicht auch neue Liebespläne. Also Widder ist ja neue Energie des Neuanfangs. Das ist erstmal natürlich ein guter und kraftvoller Neumond, aber damit man nicht Gefahr läuft, jemanden zu verletzen, sollte man trotzdem erstmal mit sich selber überlegen, wo man hin will, bevor man eben jemand anders was verspricht. Wenn ihr natürlich in einer guten Partnerschaft schon seid oder wenn es super läuft, dann ist das ein toller Neumond, um sich über eine Zukunft, eine gemeinsame Zukunft, eine Liebeszukunft oder irgendwelche schönen Liebesprojekte Gedanken zu machen. Genau. Zum Schluss des Monats wird dann läuft dann Jupiter ins exakte Quadrat zu Pluto. Insofern ist dieses Dreieck eben auch wieder den ganzen Monat in Aktion. Und da haben wir dann eben wieder diese verschärfte Problematik, dass es ums Geld gehen kann, ne? Also passt auf, dass ihr nicht die schönen Liebesmomente kaputt macht, indem ihr euch ums Geld streitet. Und passt da einfach auch auf, dass ihr es nicht übertreibt. Weder, dass ihr zu viel ausgebt, noch dass ihr da irgendwas macht, was ihr nachher bedauern könntet. Immer schön auf dem Teppich bleiben und lieber noch ein bisschen abwarten mit so Geldangelegenheiten. Vor allen Dingen eben, wenn die Beziehung neu ist und man sich noch nicht so gut kennt. Genau. Ganz zum Schluss des Monats wechselt dann der Merkur ins Zeichen Stier. Und das ist dann auch vielleicht ein ganz guter Ausgangsaspekt für den nächsten Monat, dass man dann vielleicht auch etwas vernünftiger und ruhiger über Dinge reden kann und dann auch wieder so ein bisschen mehr geerdeter ist im Austausch. Genau. Ja, in den einzelnen Sternzeichen-Videos erfahrt ihr dann, wie die Konstellationen sich für euch persönlich, für euer Sternzeichen auswirken. Natürlich wieder mit den kritischen und den Top-Tagen im März. Und ihr könnt euch auch ruhig das Video eures Aszendentenzeichens anschauen, weil dann natürlich die Häuser ungefähr auf euer Horoskop zutreffen. Besonders wenn ihr eben merkt, hey, da scheint mehr zu stimmen für mein Leben, dann kann das ja sein, dass das für euch einen größeren Einfluss hat. Probiert es einfach mal aus. Und natürlich könnt ihr euch auch gerne die Videos für eure Herzallerliebsten und Leute, die ihr kennt und mögt, auch noch mit anschauen. Machen auch viele, habe ich inzwischen erfahren. Ja, und ihr wisst ja, dass euer Geburtshoroskop noch viel mehr umfasst als nur euer Sternzeichen. Und deswegen biete ich euch auch persönliche Beratungen und Workshops rund um euer Horoskop an. Ihr könnt feste Beratungen buchen. Und wenn es dringend und kurzfristig ist, könnt ihr auch meine Hotline nutzen. Dazu ruft mich bitte auf meinem Kundentelefon an. Dann können wir einen ganz kurzfristigen Termin vereinbaren und dann gebe ich euch die Hotline-Nummer. Ich möchte die nur hier nicht veröffentlichen, weil ich möchte ja auch nicht, dass ihr da anruft und ich bin dann gerade nicht da und das wäre dann frustrierend, weil ich habe ja kein Callcenter. Bei mir gibt es nur mich selber, ne? Und ich möchte ja auch nicht, dass ihr dann da vielleicht anruft und niemanden antrefft. Genau. Ja, und dann noch ganz wichtig, im März geht es weiter mit meiner Astrologieausbildung. Teil 3, Liebe und Beziehung im Horoskop. Am 11. und 12. März wollen wir das Thema Synastrie und Kombindeutung durchnehmen. Also wie man zwei Horoskope zusammenbringt und deutet, wie die Personen zusammenpassen. Fortgeschrittene können da gerne noch einsteigen. Auch dazu findet ihr alle Informationen auf meiner Website. Und natürlich blende ich die Links auch hier im Video ein für euch. Genau, meine Webseite www.antonialangsdorff.com. Und weitere Links und Hinweise hier unten, wie immer in der Videobeschreibung. Nun wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.